Hi Leute und willkommen zurück zu Rise of the Tomb Raider. Wir wollen auf diesen Turm darauf. Haben auch eigentlich schon angefangen. Jetzt außer Reichweite? Oh toll. Egal. So. Wir suchen uns immer noch einen Weg. Die sollte ich ausschalten. Alarmglocken, ja, sind dabei. Na, uns fehlt nur noch die letzte. Und ich weiß immer noch nicht, was ich damit machen soll. Die liegen nämlich auch überall rum und ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. So, ich komme darauf. Ich weiß, dass ich von dieser Seite hochklettern kann. Sind da überhaupt noch wieder Leute? Egal. Nein! Ach, komm schon. Er hat zu weit nach links gelenkt. So, Kopftreffer. Das ist war jetzt voll. Sie immer nur Munition geben für irgendwelche Waffen, die sie gar nicht haben. So. Hier ist schon wieder so ein Ding. Ich habe keine Ahnung, was ich damit machen soll. So. Ich könnte an diese. Oh Moment, vielleicht soll ich ja an dieser Stelle hochklettern. Ich probiere das mal. Vielleicht gibt es ja gar nicht einen perfekten Weg, sondern wir haben verschiedene Möglichkeiten und oder verschiedene Ansätze und müssen einfach versuchen, den richtigen Weg zu finden davon. Aha, von hier aus kommen wir ran. Perfekt. Herausforderung abgeschlossen. Sehr gut, wir haben es. So, jetzt kann ich von hier aus da runter, möchte ich aber gar nicht. Ich kann von hier aus da rüber. Da habe ich nämlich nochmal was. Oh mein Gott, was man hier jetzt machen kann. So. Lautlos-Kill? Wir haben ihn jetzt getötet. Zack. Weg mit dir. War das gerade seins? Egal. So, und hier wollten wir eigentlich auch nochmal gucken, ob wir da reinkommen. Das war doch das mit dem. Genau. Wir können auch noch ganze Statuen kaputt machen und. Position. Nö. Kann ich das vielleicht? Ne, kann ich nicht. Was ist da fest unten? Lara? Oder muss ich von da oben rauf und dann hier runter schießen? Das wäre auch möglich. Das heißt, ich gehe mal da hoch. So. Schon sind wir oben. Ja, so rum. Geht nicht? Okay, dann halt so rum. Das war knapp. So.
Hier haben wir nochmal eine Karte. Und weg damit. Sehr schön. Wir können aber mal ein paar davon herstellen. Das haben wir. Das hier können wir auch noch herstellen. Und noch einmal normale Pfeile. Gut. So muss das. Jetzt müssen wir eigentlich noch ein paar. Das war schon richtig. So. Hier haben sie die Kranken gepflegt. Die Überlebenden müssen gelitten haben. Wir finden so viel, das ist unglaublich. Ein Trinkhorn. Recht unüblich für die byzantinische Kultur. Scheint aus der Gegend um Kiew zu stammen. Sieht aber auch Holz aus. Okay. Schau, dass sie nichts zum Wappen sagt. Was zum? Stich doch einfach. Deswegen lernt es dazu. Gar nichts lernt ihr. Ihr lernt nur, wie ihr sterbt. Okay, nur ein paar Waffen. Ich weiß immer noch nicht, was ich machen soll. Das ist unglaublich. Hier waren wir bereits drin. Boah. Gut, wir haben eigentlich nur ein paar Waffen zu suchen. Wir können überall hin und nirgendwo, aber ja, ihr wisst, ich möchte mich ein bisschen umsehen. Dann tun wir das doch einfach. Wow. Stimmt ja, wir haben so komische Pfeile. Ups, was war das? Nichts. Muss ich echt genau umgucken, um die ganzen Flaggen zu sehen. Ja, ihr denkt bestimmt, aha, der Noob. So einfach weitergehen. Nein. Der hat einen Kopf. Also können wir uns noch richtig fett aufrüsten. Und das möchten wir doch auch gerne tun. Oder einfach nicht. So, hoch da. Vielleicht sehen wir von hier aus was anderes. Hier sehen wir nichts. Da haben wir eins. Aha. Noch was. Oh Mann, oh Mann. Ah, lieber warten. So, jetzt. Das war alles. Das wäre ja nicht wirklich gelohnt, oder? Nö, nicht wirklich. Okay.
es halt hier geleuchtet? Nichts. Da liegt auch noch was. Oh, nee. Schade. Was bringt eine Maus? Erfahrungspunkte. Fantastisch. So, Kleintiere lohnen sich also eigentlich gar nicht. Außer man möchte EP sammeln. So, noch zwei. Was sind die weit oben? Was sind die relativ unten? Da können wir auch noch auf ein bisschen Erfahrung kriegen. Die Tasche ist echt voll mit Zeug. Ich weiß nicht, ob das so vorgesehen war, aber egal. Und wir haben's. Oh, sogar eine Münze. Nein! Oh, Lara. Moment, ich kann da hochspringen. Perfekt. So. Voll! Oha. Das ist nicht so geil. Endlich konnte ich einen der unsterblichen Soldaten töten. Ich folgte ihm den ganzen Tag, bis er allein war. Er schien mich zu erspüren, bevor ich zuschlug. Als ob er das Geräusch meines Bogens kannte. Er war stark. Aber ich bin klug und mir hilft der Glaube. Meine Pfeile durchbohrten ihn, aber er kämpfte weiter, bis ich ihn zwischen die Augen traf. Selbst so konnte er mich verwunden, bevor ich ihm den Schädel einschlug. Sein Körper fing Feuer. Er zerfiel vor meinen Augen zu Asche. Es ist schon Stunden her, aber die Asche schwelt noch. Sie zischt und knackt in der Dunkelheit. Ich glaube nicht, dass dies sein Ende ist. Die Quelle hat große und schreckliche Macht über die, die sie berührt. Ich muss wissen, was jetzt passiert. Er will's beobachten. Gar nicht so doof. So, was mit euch ist, weiß ich immer noch nicht. Warum kann ich das machen? Hier, zack. Und jetzt? Einfach raus. Fantastisch. So, ich könnte theoretisch noch versuchen, mal irgendwo hinzutauchen. Ich kann mir vorstellen, dass mich das auch noch irgendwo hinbringt. Und das haben wir bisher noch gar nicht gemacht. Oh, in eine Höhle kommen wir. Interessant. Sogar sehr interessant. Valentinus, der Zeitmesser. Ich glaube, langsam Stufe 7 ist das höchste. Als die Stadt erbaut war, betrachtete sie die erste Generation der Anhänger voller Staunen. Einer von ihnen,
Ein Mann namens Valentinus hatte sein ganzes Leben die Zeit und ihre Vergänglichkeit studiert. Der Prophet suchte ihn in der Menge und fragte ihn, was er von der Stadt halte. Valentinus sagte, er spüre, dass sie ein heiliger Ort sei, dass die Zeit hier langsam verginge und dass Kitesh unzählige Generationen überdauern würde. Der Prophet lächelte. Er wusste, er hatte einen Ort erschaffen, an dem alle sicher waren. Sicher waren sie bestimmt. Nur nicht sicher vor der Quelle oder vor sich selbst. Irgendwas außer dieses Ding? Nicht wirklich. Okay. Ne, nicht wirklich. Was erhalten wir hier? Tickerbogen. Ah, noch ein. Sieht schon cool aus, ne? Den ganzen kleinen Stückchen und daraus ein ganzes Bild bauen. Hat was. Ne, das war's. Schade. Aber ein Tickerbogen? Klingt auf jeden Fall interessant. Vielleicht tauscht den sogar gegen meinen jetzigen aus. Wenn wir den zusammenbekommen, heißt das. Hallo? Lara? Siehst du hier nicht auf? Na gut. So, dann wieder hoch. Und gucken, ob wir noch irgendwo anders hintauchen können. Wäre auf jeden Fall cool. Ich glaube, das war das, was man hier finden sollte. So, wir können noch ein paar Statuen den Kopf abschießen. Oder ja, umgekehrt. Statuen ohne Kopf den Körper wegschießen. Ups, das war nicht geplant. Sorry. Nein. Ja. Danke. Ich frage mich, wie da kein Wasser sein kann, aber auf dieser Seite das Wasser so hoch steht. Naja. Lassen wir jetzt einfach mal unbeantwortet. Es wird schon alles so dicht sein. Wir hätten theoretisch noch Flaggen. Das ist keine Flagge. Das zählt auch nicht als Flagge. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie irgendwas Mieses noch gemacht haben. Wow. Glück gehabt. Richtig, richtig Glück gehabt.
sammeln. Oh, Geld. Noch ein paar Tücher, das kann auch nicht schlecht sein. Napalm zu beschmeißen. Zack. Moment, wo bist du hingelaufen? Komm mal her. Wow. Die kleine Axt ist gar nicht so schlecht, ne? Die ist nämlich viel schneller. So, hier noch Tücher. Hier unter ist aber auch nee. Ich denke eher, es ist an den Außenwänden. Aber selbst da sehe ich gerade nichts. Moment, hier ist was zum Einsammeln. Aber warum nicht? Ich weiß nicht, wo sich das gerade eingesammelt hat, aber egal. Voll. Ich bräuchte eigentlich ein Lagerfeuer. Wir könnten aber sonst auch weitergehen. Ich wäre gar nicht mal so abgeneigt davon. Weil ich glaube, bis ich das hier gefunden habe, das könnte alles ein bisschen dauern. Wobei eins fehlt nur noch. Eines. Das könnten wir schaffen. Beim nächsten Mal. Ein einziges. Wo kannst du dich versteckt haben? Da. Nice. Fahnenkriege. So, am wenigstens das. Jetzt brauche ich die Statue nicht noch großartig machen. Ich glaube, die lassen wir mal stehen. Und dann gehen wir beim nächsten Mal da rein. Und gucken, was uns erwartet. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao.